Und er hat schon 25 Flüix-Seeds. Ich weiß gar nicht, was mit dem ganzen Flüix-Dust soll. Aber ist okay. So, wir bauen jetzt einfach mal einen Import-Bus. Das ist, um Items in unser MI-System zu importieren. So. Bam. Ich weiß nicht, warum ich einen Annihilation Core habe, aber wir haben ihn. MI Import Bus. So, das ist jetzt mehr oder weniger für uns zum Haben. Und den Inscriber sollten wir auch noch upgraden. Dafür brauchen wir aber erst einmal den Inscriber an sich. Der muss ein bisschen... Okay, der hat ja auch Strom. Okay, gut. Dann gib mir mal Press. Die nehmen wir jetzt mal alle mit, aber von jeder eine. Ich weiß nicht, warum ich jetzt mehrere habe, aber ist egal. So, Silicon brauchen wir. Ich habe kein Silicon? Okay. Surtus Quartz Dust haben wir jetzt ein bisschen. Wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Silicon. Keine Ahnung, wie viel. Advanced Inscriber, wir brauchen nur zwei. So, wir brauchen hier noch Diamanten. So, zwei Stück. Und dann können wir hier schon anfangen und Inscriber Silicon Press herstellen. Oder nur die Silicon, weil ihr seht, man kann ja hier auch nur ein Item reingeben. Und mit dem Advanced Inscriber können wir natürlich viel mehr machen. Das ist super, das kann man so pseudo-automatisieren, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Engineering Processor. Okay, also Engineering Press und Diamant. Ich glaube, das kann man nicht falsch machen. So habe ich das irgendwie in Erinnerung, dass ein Diamant nur in eine Engineering Press geht und ein Engineering Circuit geht nur daraus. Ich glaube, man kann es nicht falsch machen. Aber ich gucke trotzdem irgendwie immer nach. Also was soll's. So, und dann haben wir gleich unsere Circuits hier. So. Und dann können wir gleich schon unseren Advanced Inscriber bauen, der ja nicht sonderlich teuer ist. So, Chests haben wir ohne Ende. Hier sind zwei Hopper. Alles kein Problem. Gut, dann bauen wir nur noch den Inscriber selbst. Und haben dann hier, bam, ein Advanced Inscriber. Sehr schön. Upp, weg damit. So, der kann, glaube ich, sogar hier stehen. Genau, Device Online. Der scheint aber den Strom nicht von dem annehmen zu können, wie es scheint. Aber wenn wir jetzt hier mal Silicon Press... Guck mal, der kann alleine zwei reinmachen. Doch, der kann das annehmen. Oh, wird das automatisch importiert ins System? Weil... Das wird automatisch importiert. Ich weiß ja gar nicht, ob mir das gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnte sein, dass ich das doof finde. Ich meine, man kann das hier automatisieren. Buchstäblich. Also automatisieren in Anführungszeichen, weil ich Silicon einfach in Auftrag geben kann. Aber von der Sache her, warum eigentlich nicht? So, jetzt haben wir langsam keinen Sand mehr, ne? Genau. Jetzt haben wir keinen Sand mehr übrig. Das gleiche könnte sein, dass es mit Surtus Quartz geht. Da bin ich mir aber nicht so sicher, weil wir das... Das kann man craften. Ja, man kann das craften in Surtus Quartz Seed. So. Und das Throwing in Water. Oder Enrichment Chamber Surtus Quartz Crystal. Ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Das können wir auch mit dem Surtus Quartz Dust machen. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir das genau so auf die gleiche Art und Weise machen. Dann gehe ich jetzt los und sammle uns ein bisschen Sand und wir stellen ein paar Rezepte um und dann können wir das gleiche mit Surtus Quartz machen. Weil davon werden wir auch noch ein paar brauchen. Und hier, das Sugarcane wächst. Ist das nicht super? So, und wahrscheinlich brauche ich nie wieder Bücher in meinem verdammten Leben. Ja, so ist es nämlich. So ist es immer, wenn man irgendwie Sugarcane anbaut. Da denkt man sich irgendwann, jetzt mache ich's, jetzt ist es passiert, jetzt baue ich Sugarcane an. Und dann kommt der Tag nicht, an dem man es jemals braucht. Man braucht es einfach nie wieder. Das ist irgendwie immer so. Und das ist echt traurig, dass sowas immer wieder aufs Neue passieren muss. Ich weiß nicht, warum sowas immer wieder aufs Neue passieren muss, aber es muss immer wieder aufs Neue passieren. Wir werden hier eine wunderbare Küste voll mit Sugarcane haben, die keine Sau braucht.
Ja. So ist es halt. Und ich habe immer noch nicht hier fertig gebaut. Wir brauchen immer noch mehr Clay. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Na gut, okay. Okay, Enrichment Chamber, Crusher, der ist hier immer noch fleißig dabei. Klar, wir können natürlich den Flux das jederzeit in die Enrichment Chamber packen, um neue Crystal herzustellen. Das können wir selbstverständlich machen. Ja. Das einfach mal so hingestellt. So, okay, das können wir machen. Wunderbar. Dann kommt der andere Sand erst einmal da wieder rein. Wir nehmen jetzt einfach mal, das behalte ich mal noch. Wir nehmen jetzt einfach mal 40 Stück, weil die anderen auch 40 waren. Cool. Das ist wirklich gut. Wir gucken uns jetzt mal kurz das Jetpack an. Das ist ja nicht sonderlich dramatisch. Wir brauchen nur noch mal 2 Steel und ein Basic Control Circuit. Also, Iron. 2 Stück. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht mehr so viel Iron haben. Das wäre nicht schlecht, wenn wir wenn wir mit dem Jetpack, was ich jetzt baue, bald losgehen, um in die Höhle zu gehen und mehr Materialien zu finden. Und vielleicht finden wir dann auch nochmal so eine Schildkröte, der ich die Ohrs vom Rücken abbauen kann. Weil ich habe auch in einem Video gesehen, das stört die gar nicht. Das ist für die kein Angriff, sondern einfach nur so ein, ja, das passiert halt jetzt gerade. So, und das findet die nicht schlimm, die Schildkröte. An sich so. Und das ist ja schon mal gut zu wissen. So, können wir denn irgendwas hier dran schon mal bauen? Jawohl. Basic Chemical Tank. Gut. Und ansonsten, ja, Kleinigkeiten fehlen. Das ist ja wirklich sehr simpel. Das hätte ich wahrscheinlich schon sehr viel früher bauen müssen. Wir brauchen natürlich noch den Electrolytic Separator und müssen dem dann Wasserstoff geben, um unser Jetpack zu befüllen. Verrückt, dass ich ein Jetpack baue vor einem Scuba Gear, aber das will ich beides machen. So, und das, ich hoffe, das machen wir auch irgendwann mal. So, Jetpack, bam, no gas stored. Okay, das ist in Ordnung, aber wenn ich das jetzt ansetzen würde, dann haben wir hier richtig cool Jetpack. Natürlich mit einem Rucksack dahinter, was jetzt nicht so cool aussieht. Aber gut, was wir, glaube ich, auch machen können, Body. Nee, aber das ging doch irgendwie. Ich dachte, man konnte das Jetpack auf Body setzen. Nee, kann man nicht. Tragischerweise. Und das kann man auch nirgendwo hinsetzen. Das ist jetzt ein bisschen tragisch. Ich dachte eigentlich, dass man alles tragen kann. Aber dann ist dieses Jetpack nicht kompatibel damit. Das finde ich sehr, sehr schade. Das heißt, wir müssen die Netherite Chestplate ablegen, damit man hier mit dem Jetpack fliegen kann. Das ist doof. Netherite Chestplate. Meine Güte. Na gut, okay. Ich glaube aber, wir brauchen das auch gar nicht so sehr. Gut, die sind alle fertig. Wir haben 38 Fluix Dust. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal Fluix Dust hier raus und sagen Surtus Quartz Dust. So. Dann werden wir mal einen davon herstellen. Surtus Quartz Seed. Und dann können wir jetzt hier die ganzen Filter ändern. So. Jetzt wollen wir hier nämlich Surtus Quartz machen. Und da machen wir Surtus Quartz. Und da machen wir Surtus Quartz Seed. Und da machen wir auch Surtus Quartz Seed. So, und jetzt muss ich dem nur noch seinen Start geben. Nämlich das und das. Und dann werden die loslegen. So, funktioniert einwandfrei. Wir könnten natürlich jetzt nochmal 2 weitere Channel machen. Einmal mit Fluix Dust, einmal mit Surtus Quartz und dann die anderen beiden einfach deaktivieren. Aber ihr seht schon, diese Channel hier sind jetzt aufgebraucht. Die sind voll. Also wenn ich jetzt noch 2 Channel definiere, dann bleibt nichts mehr übrig. Ich halte das jetzt hier für ein relativ temporäres. Oh ja, wir müssen noch was machen. Das wird jetzt ein temporäres Setup sein. Aber warum auch nicht? Wir können es ja später wieder deaktivieren. Und das hindert uns natürlich nichts dran, einfach einen zweiten Controller zu bauen und ein davon getrenntes zweites Netzwerk. Kann man natürlich machen. Wir müssen halt gucken, was wirklich sinnvoll ist, was wir auf lange Sicht brauchen
und ob es sich nicht lohnt, ein paar Sachen mit der Plague Energistics zu machen. Was natürlich auch geht. Und außerdem wird uns bald der Strom ausgehen. Jawohl. Und zwar sehr bald. Das bedeutet, wir brauchen jetzt bald diesen Electrolytic Separator. So, und da braucht Infused Alloys. Gut, also nochmal Osmium. 2 Stück und nochmal Redstone. 1, 2, 3, 4. Ansonsten bringt uns das alles nichts, wenn wir mit dem Jetpack nicht fliegen können. So, Electrolytic Core. Oh Gott, nochmal. Was? Found no compatible items. Wow. Gold Dust, Osmium Dust, Iron Dust. 5 Infused Alloys nochmal. Also nochmal 5 Osmium. Was ist denn an Zählen so schwer manchmal? Und was ist an Reden so schwer manchmal? So, das kommt da rein. Electrolytic Core. Da brauchen wir jetzt 2 Osmium, Gold und Iron. So, wir haben ja einen Crusher. Osmium, Gold. Ich weiß nicht, warum der Dusts haben will, aber gut. Will er, kriegt er. Jetzt nehmen wir nur mal kurz das hier raus und lassen den kurz was anderes machen. Das ist ja kein Problem. Oh, der Crusher ist wahnsinnig langsam. Wir brauchen unbedingt was Besseres. Und wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Stromversorgung, weil das ist ein Krampf. Das ist wirklich ein Krampf, da zuzugucken. Meine Fresse. Und bestimmt muss ich zwischendurch los und noch einmal Lava holen. Ich wollte halt jetzt eigentlich warten mit dem Lava holen, bis wir das Jetpack voll haben. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Jetpack hält. Also ob das jetzt wirklich eine gute Sache ist und wir viel Treibstoff haben, wenn das Jetpack einmal voll ist. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir herausfinden. So. Electrolytic Core. Klar, da brauchen wir die Infused Alloys. Oh Gott, Infused Alloys. Ich habe Basic Circuits gebaut. Ah Gott. Ich habe es völlig falsch gemacht. Infused Alloy ist Iron und Redstone. Mann, ey. So, da brauchen wir 7. Aber gut, dann haben wir schon mal für später. Ich weiß nicht, ob das auch 2 braucht oder nur 1. Nee, das braucht nur 1, seht ihr? 4, 7. So, meine Fresse. Okay, egal. Zukunftspesti wird sich bedanken, dass wir ein paar Basic Control Circuits haben. Die kann man immer wieder mal gebrauchen. Ne? Das ist etwas, was immer wieder kommt. Das ist fast Absicht gewesen, würde ich behaupten. So. Wo bin ich denn? Da. Electrolytic Separator. Genau. Electrolytic Core. Gut, jetzt geht es einigermaßen vorwärts. Ich hatte mich eben schon so halb gewundert, ohne was zu sagen, warum wir nicht einmal diese Infused Alloys haben. Kennt ihr das, wenn man sich so eigentlich was fragt, warum das nicht funktioniert, aber so gar nichts sagt? Sich einfach entschließt, ich werde schweigen über diesen Umstand und mich im Geheimen darüber wundern. Und dann später, wenn ich es gemerkt habe, sagen, ja Mensch, natürlich ging das nicht. Das ist ein Ein- und Ausschalter. Das ist ja ein cooles Symbol. Okay, Metallurgic Infuser, du bist gleich fertig. Und dann können wir endlich unseren Electrolytic Separator bauen, der Wasser braucht. Und ich habe jetzt keine Pumpe, um dem beständig Wasser zu geben. Das wäre denn etwas, was wir vielleicht nochmal bauen müssen. Na, was denn jetzt los? So, Electrolytic Separator. Da. So. Der braucht jetzt Wasser, nicht wahr? Der braucht Wasser und dann erzeugt er, glaube ich, Sauerstoff und Wasserstoff. Der separiert elektrolytisch. So, einfacher kann man das eigentlich nicht ausdrücken. So, da macht er jetzt Oxygen und da macht er Hydrogen. Jetzt packen wir hier unser Jetpack rein und der füllt sich mit Hydrogen. Da passt, glaube ich, ziemlich viel rein und so viel werden wir gar nicht bekommen, nicht wahr? Ah, natürlich, wir bekommen ein Bucket. Logisch. Wir bekommen ein Bucket voll. Und da passt viel mehr rein. Wir müssen auf jeden Fall eine Pumpe bauen. Auf jeden Fall müssen wir eine Pumpe bauen. So, jetzt können wir aber mal kurz gucken. Ich weiß, wir haben jetzt gerade gar keinen Strom mehr. Jetzt können wir mal kurz gucken. Jetpack Mode Regular. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier Keybinds Jetpack
Okay, Mode. Mechanism. Item Mode Switch. Shift und N. Shift und N. Chest Mode Switch. G. Okay, dann gucken wir mal auf G. Ja, Hover disabled. Dann passiert jetzt nichts. Oder Regular. So. Oh, das ist aber gar nicht schlecht. Das ist ziemlich fix. Oh, und ich nehme keinen Schaden wegen den Compressed Iron Boots. Compressed Iron Boots haben negieren Sturzschaden. Nein, tun sie nicht. Ah, meine Fresse. Aber wenn wir Hover-Modus machen, dann falle ich gar nicht. Guck mal, das ist Creative Flight praktisch. Es ist sehr langsamer Creative Flight, aber es ist Creative Flight. Ja. Meine Güte. Okay, cool. Damit können wir was anfangen. Und wir können sogar hier schön Creative Flight machen. 1000 ist es natürlich nicht viel. Muss ich zugeben. Aber wenn wir in der Third Person sind, dann sieht man, glaube ich, Regular, ja, Hover, Disabled. Na toll. Ich war der Meinung, dass man früher gesehen hat, wie sich die Flügel zusammenfahren von diesem Jetpack. Aber scheinbar ist das keine Funktion mehr, die existiert. Okay. Hier ist jetzt alles aus, aber wir haben nach wie vor Strom für unsere Applied Energistics. Das war mir wichtig. Gut, weil dann könnten wir sogar den Advanced Fluid Tank... Ah, na toll. Iron, Iron, Iron und Iron. So, Advanced Fluid Tank, ja. Und dann brauchen wir noch... Ach nee, noch mehr Iron brauchen wir gar nicht. Dann brauchen wir nur noch mal Redstone. 4. Ich glaube nicht, dass das reicht, um das herzustellen. Oh nee, das reicht nicht. Das ist nicht genug. Also nicht genug Strom, um den einmal starten und laufen zu lassen. Aber wenn wir Glück haben... Nee, scheiße, Mann. Da sind nur 450 Millibuckets drin und da nur 250. Okay. Okay. 2 konnte ich jetzt. Ach, scheiße. Wirklich? Vielleicht ein bisschen? Okay, wartet mal kurz. Jetzt gehen wir mal kurz hier hin. Wir cheaten uns kurz hier hin. Holen einen einzigen Bucket. Und dann gehen wir wieder dahin. Ah, meine Fresse. Warum war denn das so hoch? So. Jetzt habe ich hier einmal die Kraft des Cheatens benutzt, damit der hier weiterlaufen kann. Ah, natürlich wollen die auch weiterlaufen. Warte mal. Normal. Normal. So, ihr sollt jetzt beide nichts mehr machen. Okay. Gut. Das ist gut, das ist besser. So wollen wir das erst einmal haben. Jetzt hoffen wir mal, dass der das hier schafft, das umzuformen. Es sieht so aus, als ob er es schafft. Wir wollen ja nur diese zwei. Ja, ja, ich weiß, not enough energy to operate. Du hast doch genug Energy, um zu operaten. Bei Operator muss ich immer an Matrix denken. So, wir wollen doch nur den Advanced Fluid Tank bauen. So, damit der ein bisschen mehr reinpasst. Wahrscheinlich passt hinten in unser... Also wahrscheinlich ist in unserem Lava-Pit gar nicht mehr genug drin, um den hier aufzufüllen. Weil da passen 64 Buckets rein. So viel wird da gar nicht mehr drin sein. Aber vielleicht, da muss ich nur noch halb so oft losgehen. Und wir werden schöne passive Generatoren herstellen. Es gibt ja auch Windkraftwerke und solche Sachen. Sowas werden wir schon noch bauen. Und vielleicht auch einfach mehr davon und dann klappt es schon. So, jetzt haben wir einen Advanced Fluid Tank. Sehr schön. Der kommt erstmal weg. Und wir könnten den upgraden mit Reinforced Alloy. Dann passt nochmal das Doppelte rein. Und das ist nur ein Infused Alloy mit einem Diamant. Aber ein Diamant... Okay, der braucht 20 Millibuckets, aber ich glaube, ein Diamant gibt irgendwie 100 oder so. Also es ist relativ effizient und effektiv und wir haben auch gar nicht so wenig Diamanten, muss man sagen. Wir haben vergleichsweise viele Diamanten für den Fortschritt, den ich bisher gemacht habe. Und es sollte eigentlich möglich sein, das zu bauen, wenn wir das wollen. Natürlich könnten wir im gleichen Zug auch einfach noch ein Atomic Disassembler bauen.
das Lieblingswerkzeug von so gut wie jedem, der Mechanism in seinem Modpack hat. Und das ist auch sehr, sehr gut. Ja, das ist halt, ich finde das immer so ein bisschen schade. Ich habe das schon vor ein paar Episoden gesagt, dass Tinker's Construct eigentlich sehr gut ist für den Start, für das Early Game und für das Mid Game und so. Und im Endgame kommen dann halt die Sachen, die halt noch so ein bisschen cooler sind, wo man denkt, okay, ja, ich mag Tinker's Construct, aber das sind jetzt Funktionalitäten, da kann ein geschmiedetes Werkzeug einfach nicht mehr mithalten, wenn ich dann mit der Macht des Stromes komme. Und mir fällt gerade ein, Mechanism ist hier drin. Wir haben schon lange nicht mehr Mechanism gespielt, im technischen Minecraft so grundsätzlich. Weil Mechanism bedeutet ja Digital Miner und den haben wir schon lange, lange nicht mehr benutzt. Und das wäre natürlich cool, wenn wir den wieder hinstellen würden. Und mit Ender Chests und so und... Na toll, das 17 waren da. Und mit Ender Chests das dann so schön... nicht wahr? Mit Ender Chests so schön... machen können für die Basis. Das ist eine ziemlich coole Maschine, die auch relativ kompliziert zu bauen ist, die relativ aufwendig ist zu bauen. Aber... man wird ziemlich gut entlohnt und das ist nicht ganz so cheatig, dass man sagt, wie der Mining Laser aus der letzten Staffel, aus Tekken 2, der einfach zufällig Ores aus dem Nichts generiert. Sondern der Digital Miner ist praktisch ein Quarry, der kein Loch erzeugt. Oder er erzeugt besser gesagt ein Loch, aber er buddelt keine Blöcke ab, die man nicht haben will. Man kann dem Digital Miner sagen, grabe mir in... deinem größten Umkreis, der irgendwie 32 Blöcke Radius ist oder so, grab mir da alle Cobblestone aus. Und dann buddelt der ein Loch und alle Cobblestone gräbt da aus. Und die Ores bleiben stehen. Ich kann ihm aber auch sagen, grab alles Iron aus oder grab alles Ore aus. Und dann macht der das. Und überall sind dann kleine Löcher im Boden, wo er diese Ores rausgebuddelt hat. Aber der ganze Cobblestone und der Gras und so bleibt stehen, wenn ich das nicht auf dem Filter definiere. Dann könnt ihr natürlich auch genauso gut sagen, baue mir Sandblöcke ab. Und dann kann ich damit einen Strand abbauen oder eine Wüste.